Herzlich willkommen zu einem ganz neuen Video von meiner Seite aus. Ja, was präsentiere ich euch? FarmVille Items. Ja, warum? Weil ich es kann. Hier natürlich präsentiere ich euch nur alle FarmVille Items, die man vorher immer gewinnen konnte und immer noch gewinnen kann. Also, schaut hin. Und hier zeige ich euch alle FarmVille Items, die man bis jetzt gewinnen konnte. Also irgendwie scheint hier, ich habe hier eigentlich hier so Hyperlinks eingebaut. Irgendwie scheint das noch nicht so richtig hinzuhauen. Also ganz normalen PowerPoint-Präsentationen funktioniert das, aber hier, während ich aufzeichne, geht das nicht. So muss ich leider Schritt für Schritt alles erklären. Also geht es los. Erstmal mit der Blumenserie. Also ich habe hier 6 Punkte schon mal, aber es sind mehr. Blumenserie, freche Scheuchenserie, Schlösser- und Burgenserie, spezielle Serie 2 und natürlich am Schluss kommen natürlich die Ranken. Fangen wir, wie gesagt, mit den Blumenserien an. Ja, und hier sind sie, die Blumenserie. Angefangen mit der Ladeblume, die am 28.05.2014 erschienen ist. Die bringt alle 9 Stunden 260 Erfahrungspunkte oder EP benötigt einer Felder. Bezieht sich auch auf die anderen Felder immer. Also Items, die man bekommt. Natürlich geben die immer dauert der Ladezeit länger. Nur singende Tulpe und lustige Lupine haben dieselbe Ladezeit, aber dafür hat die weniger Erfahrungspunkte. Also singende Tulpe kam am 24.07.2014 raus. Fröhliche Lilie kam am 11. September raus. Disco-Röschen am 25.11.2014. Lustige Lupine 16.01.2015 und jetzt springen wir rüber zu dem Scheuchen. Ja, und hier sind wir jetzt bei den Scheuchen. Die Piratenscheuche kam am 26.02. kaum einen Monat früher, später raus, also 26.02.2015. Dann kam ja die Pogo-Scheuche knapp 2 Monate später raus. Am 14.04.2015. Die Zauberscheuche kam am 15.06.2015 raus. Die Springerscheuche kam am 13.08.2015 raus. Und die Gruselscheuche kam am 6.10.2015 raus. Und jetzt kommen wir zu den Schlössern und Burgen. Je nachdem. Schloss Vogelstein war dann ein ganz neues Farmwheel-Item, was man gewinnen konnte. Dafür ging dann ein anderes Item flöten. Das kam dann am 7.12.2015 raus. 2 Monate später kam dann Laubenpieper-Pagode am 1.2.2016 raus. Villa Piepmatz kam am 27.06.2016 raus. Sprich, 4 Monate später. Dann kam Vogeltürmchen wieder fast 4 Monate später raus. Am 3.10.2016. Paradiesvogel war dann Das Paradiesvogelhaus war dann das letzte der Reihe, was rauskam, was natürlich auch wieder 2 Monate später rauskam. Am 23.12.2016. Ein Tag vor Heiligabend. Also, die spezielle Serie. Am 24.02.2017 kam das mystische Nachtmahl raus. Sprich 2 Monate später. Dann kam 2 Monate später dann Feuriger Phönix.
Also ich kann euch sagen, was die jeweils jetzt noch bringen. Die davor, die haben nicht so viel rausgebracht. Die haben nur EP gebracht. Aber die hier bringen EP und jeweils etwas ganz Besonderes. Hier, Mystischer Nachbar, brachte neben den EPs sogar fünf Dinger raus. Voriger Phoenix, dasselbe halt mit EP, brachte einen Freidreh raus. Wie gesagt. Und dann kam ja der schläfrige Drache am 2.6.2017. Der brachte nämlich neben seinen EPs auch zwei Superdünger raus. Wieder 2 Monate später kam ja der magische Pegasus raus, am 11.8.2017. Und er brachte neben seinen EPs auch einen Susis Superdünger mit. Als gutes Beispiel und leider als letztes Item aus dieser speziellen Serie kam der verspielte Kerberus mit seinen EPs und 15 Werkzeugen raus. Und zwar am 6.10.2017. Und jetzt kommen wir zur aktuellen speziellen Serie. Spezielle Serie 2 nennt. Am 4.12.2017 kam das Münzpferd raus und es brachte neben seinen Erfahrungspunkten auch eine Verbraucher Scooterbox mit, natürlich einmal nur. Münzhelikopter kam dann 2 Monate später raus, am 21.02.2018. Und hatte neben seinen Erfahrungspunkten auch eine Moos Penny Box dabei. Wiederum 2 Monate später kam dann das Münzschiff raus. Mit, ja. Also am 4.4.2018 brachte es Erfahrungspunkte und natürlich eine Tierbox. Die Münzbahn kam dann als viertes Münzitem raus, am 6.6.2018. Neben seinen Erfahrungspunkten brachte es zwei Frühlingsboxen mit. Also zwei Boxen mit. Nicht nur eine, sondern zwei. Zwei Frühlingsboxen. Und als vorletztes Item der speziellen Serie kam dann das Münz-UFO am 1.8.2018. Das brachte neben seinen Erfahrungspunkten eine Vollmond-Nachtbox mit. Und jetzt ein aktuelles und leider auch letztes Item aus dieser Reihe kommt die Flugreise. Ja, wieso nennt es sich Flugreise und nicht Münz? Flugzeug. Tja, das kann nur leider Big Point erklären. Und das Item gibt es jetzt auch noch nicht so lange, gerade mal 4 Tage. Also es kam am 17.10.2018 raus. Neben seinen Erfahrungspunkten bringt es natürlich eine Spukbox mit. Ja, und natürlich bin ich gespannt, was im Dezember rauskommt. Oder Anfang Januar, je nachdem. Oder Anfang Februar, ich weiß es nicht, wann Big Point wieder neue Farmwheel-Items rausbringt. Also, mal zu den Ranken. Natürlich kam Ranke 1 an, was rauskommt, nur zu übersetzen mit dem Items der Blumenserie vom Farmwheel, bringt alle 48 Stunden, 24 Stunden, 30% mehr EP, Bahama EP für Pflanzen, Kategorie Blumen und natürlich alles, was mit 24 Stunden Prozent mehr EP für Bahama EP für Eventpflanzen, Produktion für Blumen. Ja noch das zweite. Alle 48 Stunden brachte es 30% mehr EP oder Tropen-EP für Gemüse plus ein Erntebonus für Gemüse für 24 Stunden. Und natürlich 8000 Tropen-EP. So. Hatten wir ja die Wolkenreihe zu Party-Ticket 3, nur zu besitzen mit den Items der Schlösser-Serie. Alle 48 Stunden bringt es 2500 Truppen-EP und 2500 EP und natürlich eine Vogelbox. Jetzt können wir.
Hier haben wir das Wolkenreihe Party Ticket 3, 4. Natürlich Fabeltiere. Also diese spezielle Serie. Alle 148 Stunden. 168 Stunden. 2000 EP pro Level. 4 Superdünger. Und 2 Susi Superdünger. Und jetzt kommen wir gleich kurz vorm Schluss. Nannte sich ja die, also da nannte sich die Kinder, die Serie Kinderspielzeuge. Alle 48 Stunden 700 EP mal Level. 2 Moos-Pennyboxen, 2 Waldtierboxen, 2 Verbrauchergüterboxen, 4 Frühlingsboxen, 2 Spukboxen. Vorher war diese Vollmondnachtbox zweimal noch nie vorhanden, doch das hier nicht. Da gab es einen kleinen Fehler. Aber Big Pond hat den Fehler behoben und jetzt ist er da. Und auch das hier. Ja, und damit endet diese kleine Reise der Farmville Boxen, also der Farmville Items, inklusive der Ranken. Also, das war's mit der Präsentation. Tschüss und bis bald. Euer Corganto bei Farmarama Präsentation.